Also ist nicht mehr Harvey, das ist Arschway, ist es geworden. Nein, er hat unseren Harvey kaputt gemacht. Wo ist unser Chaos, Harvey? So, hier, bitte. Trink! Es wurde ja auch Zeit. Mhm. Dummes Ki. Ist Ihnen nicht gut? Sie sind ja geradezu hysterisch. Nein, sie ist die Fliegtour. Sie erinnert mich an meine Zeit. Ich war so ein dummes Wollte unbedingt ein Einhorn als Haustier. Ein Einhorn. Ist das zu fassen? Aber geschenkt haben sie mir. Ein Zweihorn. Eine Tarantel. Ach, dann haben Sie diese Stickerei erstellt. Zotti starb während meines Versuchs, ihr mit einer Nagelpistole ein Horn in die Stirn zu tackern. Zotti ist genauso irre. Ich hasse Kinder. Verstehe. Die Erwachsenen schienen mit Erwachsenenproblemen beschäftigt zu sein. Dies war Lillys Chance. Das heißt, wir verschwinden die Bussen. Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Du sollst nicht lügen. Der lustige Hoppli. Okay, können wir gehen? Das heißt, hier ist der Geheimgang, ja? Aber dann kommt gleich wieder Harvey um die Ecke geschissen. Oben an der Wand schien es eine Art Haltevorrichtung zu geben. Aber ohne mehr Licht kam Lilly hier nicht weiter. Wenn die Oberin in dunklen Nächten in ihrem Büro saß, zündete immer diese Kiki-Kinder an. Ja, stimmt. Ja, wir holen mal die Fackel. Jetzt. Okay, Harvey, dein Einsatz. Ich fürchte, ich werde dich nicht anzünden dürfen, oder? Hallo Lilly, du willst doch nicht etwa mit dem Feuer spielen? Ich spiele nicht mit dem Feuer. Ach, natürlich willst du das nicht. Das hat die Oberin doch verboten. Irgendetwas Seltsames geschah hier. Tja. Warum sollte Lilly nach Geheimtüren suchen? Immerhin kannte sie bereits zwei andere Wege in Garretts Geheimraum. Das stimmt. Warum müssen wir gleich nochmal rumstehen? Wir sollen verhindern, dass das Kind versucht, vor der Therapie zu flüchten. Wenn möglich mit Gewalt. Hast du deine Taserpistole noch? What? Andererseits hatte Garrett bisher selten daneben gelegen. Lilly würde es auf seine Weise probieren. Okay, also wir haben ja nicht viel Utensilien, ne? Wir haben ja eigentlich nur die Fackel. Wie kriegen wir denn das jetzt hin? Haben wir hier noch was zum Mitnehmen irgendwie? Die lustige zumindest. Lilly hatte die Funktionsweise des Essenslifts. Man nahm das fertige Essen. Du sollst nicht mit Feuer spielen. Lilly wollte sie lieber nicht die Erbe. Lilly wollte die Erbe. Zotti, oh Zotti. Was habe ich dir nur angetan? Lassen Sie alles raus. Ein Jammer, dass ich meinen Notizblock nicht dabei habe. Die Erwachsenen schienen mit Erwachsenenproblemen beschäftigt zu sein. Lilly wollte sie. Ja, ich habe nur ein kleines Problem. Gut gemacht, Lilly. Ich habe alles gehört, was ich hören wollte. Die Oberin ist offenbar vollkommen Gaga. Ja, das ist Lady Gaga. Jetzt schnell, komm zu mir in den Geheimraum. Es gibt eine geheime Tür in der dunklen Ecke vor dem Büro, direkt neben dem Außenkamin. Ach, verdammt. Du kannst
kannst natürlich kein Licht machen, weil du nicht mit Feuer spielen darfst. Das hatte ich ganz vergessen. Einen Moment. Lass mich nachdenken. Ich glaube, ich habe eine Idee. Es gibt keine Möglichkeit, eine durch Hypnose installierte Blockade zu durchbrechen. Es sei denn, du wirst erneut hypnotisiert. Es ist riskant. Aber du könntest dich selbst in Trance versetzen, um die Blockade direkt in deinem eigenen Unterbewusstsein zu bekämpfen. Aber sei gewarnt, die Welt der Trance ist ein unheimlicher Ort. Wie ein paralleles Universum, das nur in deinem Kopf existiert. Sie ohne die Führung eines geschulten Hypnotiseurs zu durchwandeln, ist nicht ganz ungefährlich. Und die Blockaden, die der Doktor dir auferlegt hat, müssten dort mächtige Dämonen sein, die du nur im geistigen Zweikampf besiegen kannst. Hast du alles verstanden? Nee. Das musst du auch nicht. Noch nicht. Okay, super. Benutze einfach die Puppe, um dich selbst zu hypnotisieren. Und sobald du in Trance bist, suche den inneren Dämonen, der dich am Feuermachen hindert, und vernichte ihn. Alles klar, mache ich ja immer diese Erwachsenenprobleme, ne? Ja, die Erwachsenen. Erwachsensein ist das einzige Problem. Okay. Du sollst nicht mit Feuer spielen, Wookie. 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 Was? Lilly hatte sich mit Hilfe des Hasen wieder in die Welt der Trance versetzt. Auf den ersten Blick wirkte hier alles fremd und seltsam. Vollkommen alleingelassen kauerte sie in einer kalten Höhle, die von dem riesigen Auge der Oberin argwöhnisch beleuchtet wurde. So groß war der Unterschied zur Realität also gar nicht. Ah. Okay. Auge der Oberin. Wir haben eine Kordel. Diesen Staring Contest würde Lilly verlieren. Staring Contest. Komm, wir ziehen mal an der Kordel. Mal gucken, was passiert. Ah, ich taub! Mein Auge brennt! Wer war das? Oh, da ist eine Keule. Das Auge war nicht nah genug, um mit einer Keule die Netzhaut in Stücke zu schneiden. Was? Nicht, dass unsere Lilly solche Gedanken hegte. Niemals! Woogie! Ja gut, dann sollten wir wohl Lilly mal da raus. Lilly hätte sich gerne etwas umgesehen, aber sie wollte nicht riskieren, von dem riesigen Auge der Oberin gesehen zu werden. Okay, gut. Das heißt, es muss hier lösbar sein. Diesen Staring... Was haben wir denn noch so? Ein staubiges Fell diente der Höhle als Vorhang. Gab es denn hier keine Kinder, die alles sauber hielten? Ja. Alles klar. Dann werden wir wohl den Fetzen von Staub befreien. Oh, wie das brennt! Na, warte! Wenn ich denjenigen erwische, der hier mit Dreck um sich wirft, der wird sein blaues Wunder erleben! Nein, der wird ein blaues Auge erleben. Die Oberin kniff ihr tränendes Auge zusammen. Lilly war vorerst unbeobachtet. Zap, zap, zap. Tschüssi. Mein Auge brennt. Ich bin ja froh. Das sind Schmerzen. Ja, ist wirklich so. Ne? Wenn du was im Auge hast, ist es furchtbar. Es ist wirklich furchtbar. Ich bin ja froh, dass sich der Schneemann die Karotte also nur an die Hand gemacht hat. Ich meine, stellt euch mal vor, hier, also, ja, also, ich habe nichts gesagt. Rippen, Rippchen. Entweder machten hier Knochenjäger Jagd auf große Tiere oder jemand hatte angefangen, einen prähistorischen Webstuhl zu basteln. Lilly hatte eigentlich genug Rippen. Man konnte sie gut zählen, aber die Oberin hatte es verboten, weil es ihr den Appetit verdarb. Ich meine, wenn die Karotte an der anderen Stelle wäre, dann wäre das Olaf ab 18. Oder ist es vielleicht jetzt schon Olaf, weil die Filme sind ja abgedreht, er hat keinen anderen. Ich habe noch keinen Film gesehen, wo Olaf sonst noch mitgemacht hat. Ich glaube, Olaf, seine Filmkarriere ist vorbei. Und dann muss man halt andere Arbeiten nehmen. Ich meine, dann geht er halt ins andere Filmgeschäft. Und zeigt mal so ab und zu seine Karotte.
Ich habe nicht. Was? Gut, aber die Oberin hatte es. Ach so. Oh, ich habe die Keule nicht mehr. Riesenauge. Diesen Staring Contest würde Lilly verlieren. Olaf Off. Oder? Der hieß doch Olaf, oder? Der Eisprinzessin. Lilly traute ihren Augen kaum. Ein echter Zylinder. Direkt, ja, genau. Auf dem Kopf des sprechenden Schneemanns. Die Feuerstelle ist geschlossen. Artige Kinder spielen nicht mit Feuer. Du bist doch ein artiges Kind, oder? Aha. Na, siehst du. Es gibt keinen Grund für brave Mädchen wie dich mit brennenden Gegenständen zu hantieren. Keinen einzigen. Verstanden? Lilly war nicht überzeugt. Garrett hatte gesagt, sie solle das Feuer benutzen, um Licht zu machen. Das schien ihr schon ein triftiger Grund zu sein. Aber wie sollte sie den Dämonen nur davon überzeugen? Also ich finde ja, wenn man mal in so einer Diskussion drin ist, ne? Und man möchte einfach vom anderen nichts mehr hören. Dann macht man einfach, während der mit dir argumentiert oder gegen argumentiert. So läuft das nicht. Das möchte ich nicht hören. Gut, soll ich mir angewöhnen. Lilly wollte ja nicht pingelig wirken, aber dies war wohl kaum der geeignete Platz für einen Schneemann. Olaf, ich mag kuscheln. Ja. Was haben wir denn hier noch? Haben wir noch Optionen? Ach, der Zylinder. Ein echter Zylinder. Lilly war platt. Halt, Finger weg. Ich brauche den Zylinder. Wenn du ständig mit einer Glatze in der Kälte rumstehen müsstest, würdest du das verstehen. Hier ist uns noch was anklicken? Also so viele Optionen habe ich ja nicht. Was ist, wenn ich jetzt zurückgehe? Hä? Wo kommt denn das jetzt auf einmal her? Die Kontaktlinse? Wieso liegt hier auf einmal eine Kontaktlinse? Nach der Aktion mit dem Vorhang hatte die Oberin offenbar ihre Kontaktlinse herausgenommen. Natürlich. In der realen Welt trug die Oberin eine Brille. Aber in der realen Welt war die Oberin auch keine 20 Meter groß. Also ging das wohl klar. Warum heißt es Edna und Harvey, wenn sie Lilly heißt? Weil es... Es dreht sich ja quasi um Edna und Harvey. Aber wir spielen halt Lilly. Also es ist quasi im Edna und Harvey-Universum. Das ist ja der zweite Teil. Wir spielen halt nun mal jetzt nicht Edna oder Harvey direkt, sondern spielen halt diesmal quasi Lilly, die Massenmörderin, kann man so sagen. So, das heißt, ich kann doch jetzt hier irgendwie... Lilly brauchte keine Sehhilfe, um zu erkennen. Dies war wohl kaum der geeignete Platz für einen Schneemann. Lilly brauchte keine Seh... Dies war... Man brauchte keine Lupe, um zu erkennen... Nach der Aktion mit dem Vorhang... Aber in der... Und dafür haben wir das Riesen-Opossum aufgegeben. Welches Opossum? Irgendwas Neues? Kann ich das damit kombinieren? Ach, come on. Wirklich? Was riecht denn hier so komisch? Das riecht nicht nach Karotte. So viel steht fest. Das ist... Feuer! Ich brenne! Woogie! Woogie! Mach doch einfach Woogie! Ja, ja. Schmelz mal dahin. Lass den mal brennen. Na, Mist, der ist noch da. Warte mal, soll ich vielleicht hier mal mit dir reden? Nun tu doch was, Lilly. Ich schmelze. Du schmelzt! Nimm ihn ab. Ja, natürlich. Lilly wusste nicht so recht. Eigentlich war es ihr verboten, mit Feuer zu spielen. Aber vielleicht gab es ja tatsächlich für jede Regel eine Ausnahme. Ganz am Anfang des Spiels... Oh, dann habe ich das komplett verdrängt. Lilly wusste nicht so recht. Nun tu doch was, Lilly. Nimm ihn ab.
Ja, ich probiere. Ah, jetzt guck mal, jetzt geht's. Also, wieso klicke ich denn? Das, da hast du vollkommen recht. Lilly war ein wenig zerknirscht. Der Schneemann schien gar nichts gelernt zu haben. Aber zufällig habe ich einen brennenden Zylinder und ich lege ihn mal auf Seite, okay? Ist es okay für dich? Gar nichts. Ich mach gar nichts. Oh Gott, wie konnte das passieren? Nein, Olaf. Du hässlicher Schneemann. Lilly hatte das Feuer entsorgt. Genau wie der Schneemann es ihr aufgetragen hatte. Hoffentlich hatte er jetzt eingesehen, dass es durchaus Situationen gab, in denen man mit Feuer spielen durfte. Na, okay, wir haben jetzt quasi den Kampf gewonnen. Oh. So, dann können wir jetzt hier fackeln. Oh! Lilly hat eine neue Fähigkeit erworben. Kommst du auf einmal her? In der Lage, das Verbot mit Feuerspielen zu umgehen. Dazu muss sie es einfach in ihrem neuen Verbote-Menü mit der linken Maustaste aufheben. Ach, Olaf-Gulasch. Ja, jetzt verstehe ich. Behaltet diese Option im Hinterkopf. Im Laufe des Spiels wird Lilly lernen, noch viele weitere Verbote auf diese Weise zu umgehen. Es kann aber immer nur ein Verbot zur selben Zeit aufgehoben werden. Ach, du grüne Neune. Jetzt wird's kompliziert. Ach, du Heilige, das heißt... Oh mein Gott. Also, ich dachte eigentlich, wir sind schon relativ weit. Mini, meine Frage. Jetzt nicht die genaue Zahl sagen, aber... So, Pi mal Daumen, wie viel Prozent haben wir denn vom Spiel? Ich dachte, wir sind schon relativ weit. Was? Hey, du willst doch nicht das... Achso, muss ich das jetzt erst anklicken, oder was? Ja, ich bin superheldig. Aha. Mit Hilfe der Fackel konnte Lilly endlich die geheimnisvolle Halterung inspizieren. Was für eine Überraschung! Es war eine Fackelhalterung. Von dem versprochenen Geheimgang fehlte jedoch nach wie vor jede Spur. Was, ein Drittel haben wir erst? Ach krass. Ich hätte gedacht, wir hätten mehr. Irgendwo hier musste diese Geheimtür sein. Haben wir irgendwo einen geheimen Schalter? Tatsächlich! Ah! Geheimgang. Garrett hatte also wieder einmal recht behalten. Vor allem, wer ist dieser Garrett und warum hilft er uns auf einmal? Lilly, du hast es geschafft. Perfekt. Ich glaube, du bist nun endlich bereit, die Wahrheit zu erfahren. Oh ja, jetzt bin ich gespannt. Tja, wo soll ich nur anfangen? Von vorne am besten. Einfach von vorne. Vielleicht sollte ich mich erst einmal vorstellen. Das ist nett. Mein voller Name ist Chief Deputy Garrett Gordon Gardengore. Ich arbeite als verdeckter Ermittler für das Jugenddezernat. Ach so. Ich wurde undercover in dieses Kloster eingeschleust, um die Oberen zu observieren. Meine Aufgabe ist, Beweise zu finden, dass ihre Erziehungsmethoden gegen das Jugendschutzgesetz verstoßen. Aber der weitaus größere Fisch ist Dr. Marcel. Gegen ihn ist die Oberin die reinste Nonne. Lilly konnte kaum glauben, was sie da hörte. Aber nun ergab alles einen Sinn. Der geheime Raum, die Abhörapparate und die seltsamen Stimmen, die sie nachts immer hörte. All das fügte sich nun zu einem stimmigen Gesamtbild zusammen. Ich verstehe. Okay, dann ist er ja wirklich auf unserer Seite. Bevor du mir deine Fragen stellst, lass mich noch kurz eine Sache zu dieser Hypnose loswerden. Diese HW-Hypnose ist eine teuflische Erfindung des Doktors. Er nutzt offenbar diesen Stoffhasen, um dir seinen Willen aufzuzwängen. Wenn wir hier raus wollen, dann musst du dich gegen diese Verhaltensregeln zur Wehr setzen, die er bei dir installiert hat. Ähnlich wie das Verbot, mit Feuer zu spielen, kannst du auch die anderen Blockaden umgehen. Dafür musst du dich allerdings wieder in Trance versetzen.
Die erste Herausforderung wird sein, das Schulgelände zu verlassen. Ei, ei. Es wurde dir von der Oberin verboten. Das ist korrekt. Und aufgrund der Blockade ist es dir nicht möglich, ungehorsam zu sein. Der Trick ist auch hier, das Problem während der Trance zu bekämpfen. Wir sollten das Problem vor Ort angehen. Nee. Lass mich ausreden. Wie gesagt, Dr. Marcel ist der viel größere Fang. Die Polizei ist ihm schon seit längerem auf den Fersen. Er steht unter dem Verdacht, illegale Therapiemethoden einzusetzen, um Kindern ihrer Kindlichkeit zu berauben. Und die Hypnose, die er an dir durchgeführt hat, festigt diesen Verdacht. Nee. Die Polizei rufen? Ha! Lilly, ich bin die Polizei. Ich kann dir helfen und dich in Sicherheit bringen. Wir müssen nur irgendwie vom Schulgelände herunterkommen. Der beste Weg ist wahrscheinlich, den Spuren deiner Freundin Edna zu folgen. Aber erst einmal wollte ich ja deine Fragen beantworten. Also? Keine Fragen? Das ist enttäuschend. Aber na gut. Okay, das ist schön gemacht. Auf zum Schaukelbaum. Warte mal kurz. Ich wollte den Raum... Oh, der pinselt immer noch. Kann ich jetzt das Wollknäuel vielleicht nochmal nehmen? Eigentlich sollte das Wollknäuel ja als Symbol der Freundschaft für alle Zeiten in der Schatztruhe bleiben. Aber Lilly gingen langsam die Optionen aus. Naja, okay, ich kann das Wollknäuel wieder nehmen. Ich, muss mal ganz kurz. Irgendwie ist die Musik gerade so laut, so ist extrem laut geworden. So. Ach cool, jetzt habe ich gar keine Musik. Ah, jetzt kommt sie wieder. Lilly hatte mittlerweile viele kleine Schätze gesammelt, aber kein Schatz war so wertvoll wie ihre Freundschaft zu Edna. Ach ja, Edna. Auf die Karte würde sie später schauen. Natürlich. Sie rechnete nicht damit, dass diese Entscheidung unangenehme Konsequenzen haben würde. Na, dann gucken wir halt nicht auf die Karte. In der Komposttonne gammelten Gartenabfälle gemütlich vor sich hin. Ein Paradies für Maden und Spinnen. Lilly konnte sich kaum an dem bunten Treiben satt sehen. Ich glaube, die Stimmen in der Nacht sind was anderes. Ja, bei Edna schon und bei Lilly. Ja, als ich das letzte Mal gespielt habe, ist das ganze Spiel so in ca. 40 Minuten fertig. Was? Du hast das Spiel in 40 Minuten durchgespielt? Okay. Krass. Hab immer Nadel und Faden dabei. Das ist sehr weise. Was mache ich denn jetzt damit eigentlich? Das war zu schade für den Kompost. Was habe ich denn hier eigentlich noch für Optionen? Ach, hier ist ja ein Zaun. Oh. Hallo Lilly, du willst doch nicht etwa das Schulgelände verlassen, oder? Das hat die Oberin doch verboten. Und du weißt ja, du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Man kann viel Spaß haben, ohne sich den Regeln der Erwachsenen zu widersetzen. Wir könnten deine Murmeln nach Farben sortieren. Natürlich! Oder uns einen Abzählreim fürs Wäschezusammenlegen ausdenken. So verlockend sich die Anregungen des lustigen Hasens auch anhörten, Lilly musste durch den Zaun und Edna finden. Ja, wir könnten auch dich einfach darunter werfen. Was hältst du davon? Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Ist dir auch gar nicht nötig. Es gibt so viele spaßige Dinge, die erlaubt zählen. Oder mit Wollknopf. Ich würde dich gern, warte mal. Was hast du da? Darf ich das mal sehen? Aha. Oh, ein Wollknäuel. Yippie. Das ist ja... Woogie. Ah, damit... Ah, okay, jetzt schnall ich's. Damit hypnotisieren wir ihn selber. Woogie. Ach, du grüne Neune, wo sind wir denn hier gelandet? Des Hasen wieder in die Welt der Trance versetzt. In der Ferne sah sie die Riesenoberin vor ihrer Höhle umherstapfen. Und dort, wo in der Realität das Loch im Zaun geklafft hatte, gab es hier ein Spinnennetz, in dessen Mitte eine riesige Spinne hockte. Dies musste der zweite Dämon sein, den es zu bezwingen galt. Ja, und guck mal da hinten, hier, da hinten und da. Das ist Birgits Family. Die hängt da rum.
Das sind professionelle Hänger. Spinne! Ja, jetzt gucken wir mal. Was kann man hier? Die kann man gar nicht anklicken. Okay. Wir haben einen Knochenhaufen. Zwischen all den abgenagten Menschenschädeln lag eine Rippe, die Lilly an das Horn eines Einhorns erinnerte. Lilly war begeistert. Ja, dann stechen wir doch das Ding ab, oder? 8 Beine und ein Horn? Das hatte Lilly doch schon mal irgendwo Ach, gesehen. Die Tarantel! Aber von alleine würde die Rippe nie am Kopf der Spinne kleben bleiben. Ach doch, das geht schon. Mit Gewalt geht alles. Eine riesige Spinne blockierte den Pass, der vom Berg hinabführte. Ihre Augen funkelten angriffslustig. Ja, Zotti, ob sie genau. Sich wohl streicheln ließ? Zotti! Wurde dir nicht gesagt, dass oh Gott, du das Schulgelände nicht verlassen darfst? Man darf Erwachsene nicht widersprechen. Aber weil du ein braves Kind bist, weißt du das ja bereits. Das wusste Lilly in der Tat. Aber Garrett hatte auch gesagt, dass sie hier im Kloster nicht länger sicher war. Die Regeln der Erwachsenen schienen Lilly plötzlich lückenhaft. Wie konnte sie dem Spinnendämon nur beibringen, dass die Oberin auch nicht immer recht hatte? Ja, ich weiß schon, was wir machen. Aber warum hat denn die Spinne so einen spanischen oder mexikanischen Dialekt? Das macht mich total wahnsinnig. Wir werden jetzt das Horn an deinem Kopf befestigen. Ich höre es doch schon die ganze Zeit blubbern. So, rein da. 8 Beine und ein Horn. Das hatte Lilly doch schon mal irgendwo gesehen. Lilly war gespannt, ob das wohl irgendeinen Effekt haben würde. Klatsch. Zotzi! Ach du Heilige. Zotzi! Als Lilly sah, das war einfach. Die riesige Oberin die Spinne in den Arm nahm, wurde ihr ganz warm ums Herz. Plötzlich wirkte die Oberin gar nicht mehr so groß und erwachsen. Mit einem wohligen Lächeln auf dem Gesicht erwachte sie aus ihrer Trance. Zotti! Ach cool, mal, die mache ich hier. Ich mache mich ab und zu von der Kamera weg, wenn solche Bilder da sind, weil ich die vielleicht für ein Thumbnail oder so benutzen kann. Mal gucken. Lilly hatte die zweite Blockade gelöst. Sie konnte zwar nur ein Verbot zur Zeit umgehen, aber das war besser als nichts. Das ist richtig. Das heißt, wir müssen jetzt das Verbot aktivieren. Super Power! Und los geht's. Huch, wir sind jetzt erst im Kapitel 2. Du Heilige. Oh Gott. Als Lilly den Klosterberg hinabstieg, hatte die Dämmerung bereits eingesetzt. Du bist spät dran. Wo warst du nur so lange? Entschuldigung. Spar dir das. Es gibt eine Zeit des Redens und eine Zeit des Handelns. Und es gibt diese dritte Zeit. Die Zeit des auf der Polizeiwache Hockens und Formulare ausfüllens. Und diese Zeit ist jetzt. Was ist denn jetzt noch? Ach, sag nichts. Du willst deine Freundin, diese Dings, na, diese Edna finden, stimmt's? Ich dachte mir gleich, dass das Mädchen Überstunden bedeutet. Aber falls sie wirklich noch lebt, gehört das wohl auch zu meinen Pflichten. Wobei ich es für viel wahrscheinlicher halte, dass Dr. Marcel sie bereits gefunden und in einem Gartenhäcksler zu niemals würde er das tun. Hat. Wenn dem so ist, dann finde ich das auch raus. Du musst dir also keine Sorgen mehr um deine kleine Freundin machen. Warum muss ich auch immer so verdammt mitfühlend sein? Es ist ein Fluch. Na gut. Du wartest hier, während ich weitere Ermittlungen anstelle. Ich werde den Weg zur Anstalt überwachen. Vielleicht erfahre ich auf diese Weise etwas. Wenn ich etwas herausgefunden habe, gebe ich dir das Signal. Ich imitiere ein Huhu, Huhu und so weiter. Du wirst das schon mitbekommen. Warte hier auf mich. Es dauert sicher nur wenige Stunden. Wie soll ich jetzt mehrere Stunden hier warten? Einfach nur rumstehen? Lilly war sehr froh, dass Ednas Schicksal nun in den Händen dieses äußerst kompetenten Jugendermittlers lag.
Dennoch hätte sie ihn gerne auf die Karte mit dem Weg zu Ednas Versteck hingewiesen. Doch Garrett war bereits verschwunden. Lily riskierte selbst einen Blick auf die Karte. Sie konnte den Moorsee von hier aus sehen. Ednas Versteck konnte ja nicht weit sein.